Moin Leute, Stren hier mit einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal, wie ihr am besten levelt. Wie ihr seht, ich bin schon Level 92, bald Level 100. Und jetzt, heute zeige ich mal euch alle Tricks, was es so gibt. Den ersten Tipp, was ich euch auf den Weg kann geben, Gruppenkeile. Wenn ihr mal einfach keinen Bock auf Fortnite habt, aber trotzdem leveln wollt, gebe ich euch einen Tipp. Geht einfach in eine Gruppenkeile-Mission. Seid AFK, geht nach 20 Minuten wieder an die PS, berührt sie mal, zieht sie mal an, lauft mal eine Runde, ja. Nur schon damit bekommt ihr pro Round 700, 600 EP. Und so viel bekommt man nicht mal in einer guten Round, im Battle Royale, also in Solo oder so. Und die zweite Art, was ich auch auf den Weg kann geben, ist Squad. Aber wenn ihr mal keine Kollegen habt, macht einfach mal Squad auffüllen. Und wenn ihr Glück habt, habt ihr Leute, die nehmen Leute Freundschaftsanfrage an. Das sind einfach Ehrenmänner. Oder Deutsche. Oder Schweizer bei mir. Aber ja. Wenn ihr so Leute habt, könnt ihr einfach ihnen eine Freundschaftsanfrage schicken. Ich hoffe, sie nehmen es an. Und dann könnt ihr ihnen beitreten und auf gut Glück haben sie einen 120er AP-Boost. Und dann, ja, bekommt auch riesen Vorteil. Sag ich jetzt mal. Wie kann ich auch was sagen? Ich setz mal an den Draht mal. Ah, fuck. Oh, Mann. Jetzt geht das nicht. Oh, no, no. Was geht denn da? Also. Cool. Jetzt. Hier das Beispiel. Hallo. Sie haben alle einen guten EP-Boost. Außer sie hat einen Stefan. Der hat jetzt trotzdem einen 35er Freundschafts-EP-Boost. Immer auf das müsst ihr achten. Am besten wie hier: 40er EP-Boost. Und hier auch 40. Bei Stefan, er hat jetzt noch einen 35er, aber ist trotzdem ein guter, würde ich sagen. Für mich habe ich 120er. Und nur schon das, es gibt ja auch 120 EP-Boost, also jetzt das 150. Wow, ein Unterschied in dem Spiel. Aber ja, das gibt, also wenn ihr jetzt zum Beispiel 800 EP mit einem normalen bekommt. Das ist aber bestimmt doch schnell, wenn ich eine gute Round in Solo habe. 800 EP nur wegen Battle Pass, also das ist Stufe 100 bin, und das sind das Doppelte. Das gibt ungefähr 1600 nur wegen dem. Und dann Überlebenszeit, Platzierung, wenn ihr einen Win holt, 300. Überlebenszeit, wenn ihr 20 Minuten habt, 300. 600 und dann noch plus die anderen, die 100, die 1600. Das gibt 2200 EP. Und dann auch noch die Kills. Also ich schätze, ihr habt alle drei Kills. Das heißt, ihr bekommt 100 EP auch noch so dazu. Und das heißt, ihr macht ungefähr, wenn ihr eine gute Round habt, plus Win und 20 Minuten geht die Round, easy die 2300 EP. Und ich würde sagen, so macht ihr in einem Tag easy die zwei Level bei so EP. 34.000. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim neuen